Hallo Leute, willkommen zurück zu meinem YouTube-Kanal. Hi guys, welcome back to my YouTube-Channel. Dies ist das Video Nummer 4 aus meinem Passivkurs. This is the fourth video from my Passivkurs. Heute in diesem Video geht es um eine wichtige Passivform, um das Zustandspassiv. In this video we will talk about a very important passive form, Zustandspassiv. Aber bevor wir loslegen, habe ich einen super Tipp für euch. Falls ihr nicht nur hier mit mir Deutsch lernen wollt, sondern auch im persönlichen Kontakt mit einer Person, habe ich eine tolle Lösung für euch. Die Lösung heißt iTalki. Das ist eine Online-Learning-Plattform mit tausenden Lehrern, von denen du dir einen selber aussuchen kannst. Mit iTalki kannst du immer und überall lernen, solange du ein mobiles Gerät und eine gute Internetverbindung hast. Und der Unterricht auf iTalki ist um die 30% günstiger als auf anderen vergleichbaren Plattformen. Außerdem gibt es auf iTalki alle möglichen Sprachen. Somit kannst du nicht nur dein Deutsch verbessern, sondern auch eine neue Sprache lernen. Welche Sprache möchtest du noch lernen? Schreibe es in die Kommentare. Im Moment hat iTalki ein super Angebot für alle neuen Studenten. Du bekommst jetzt einen ganzen Unterricht mit einem professionellen Lehrer kostenlos, gratis, gebührenfrei. Den Link für diese kostenlose Probestunde findest du unten in der Infobox. Lass uns doch mal kurz schauen, welche Lehrer es bei iTalki für Deutsch als Fremdsprache gibt und wie du eine Unterrichtsstunde buchen kannst. Auf der Homepage kannst du direkt eine beliebige Sprache aussuchen. Wir nehmen natürlich Deutsch. Und jetzt kannst du sehen, wie viele Lehrkräfte es für Deutsch gibt. Alle haben auch ein Video, wo sie sich selber vorstellen. Außerdem sieht man direkt den Preis für den Unterricht und die Bewertungen. Wenn du einen Lehrer buchen möchtest, dann klickst du einfach auf Buchen, meldest dich an und kannst das Paket auswählen, welches du haben möchtest. Ich entscheide mich hier jetzt dafür, Deutsch mit Robert zu lernen. Dann drücke ich auf Buchen und sehe, was Robert anbietet. Wie du sehen kannst, es gibt immer eine 30-minütige Probestunde. Je nach Lehrer ist der Preis unterschiedlich. Aber mit meinem Link bekommst du jetzt sogar diese Stunde mit Robert oder einem anderen Lehrer kostenlos. Den Link findest du in der Infobox. Viel Spaß beim Lernen und lass es mich wissen, wie dein Unterricht war. Und wir kommen zurück zu unserem Thema. Und das Thema ist das Zustandspassiv. Um das Zustandspassiv zu verstehen, vergleichen wir das Vorgangspassiv und das Zustandspassiv. Das Vorgangspassiv stellt einen Vorgang dar. Es beschreibt eine Veränderung. Beim Zustandspassiv ist dieser Vorgang, die Handlung, abgeschlossen. Sie ist beendet. Das Zustandspassiv zeigt einen erreichten Zustand an. Ein abgeschlossenes Ereignis. Das Zustandspassiv bildet man mit Hilfe von dem Verb sein plus Partizip 2. Lass uns ein paar Beispiele anschauen und vergleichen, wie ein Satz in verschiedenen Formen aussehen kann. Wir fangen natürlich mit Aktiv Präsens an. Ich öffne das Buch. Aktiv Präsens. Ich öffne das Buch. Vorgangspassiv Präsens. Das Buch wird von mir geöffnet. Vorgangspassiv Präteritum. Das Buch wurde von mir geöffnet. Und Zustandspassiv Präsens. Das Buch ist geöffnet. Bei der Bildung vom Zustandspassiv musst du darauf achten, dass du das Verb sein immer konjugierst. Ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Hier auf der Tabelle kannst du alle Zustandspassivformen sehen. Lass uns diese besprechen. Zustandspassiv Präsens. Das Auto ist repariert. Zustandspassiv Perfekt. Das Auto ist repariert gewesen. Zustandspassiv Präteritum. Das Auto war repariert. Und Zustandspassiv Plusquamperfekt. Das Auto war repariert gewesen. Achtung, diese Form ist eine seltene Form.
Sie wird meistens in der schriftlichen Sprache oder in den Nachrichten oder im Radio benutzt. Die nächste Form, Zustandspassiv, Futur 1. Das Auto wird repariert sein. Futur 2. Das Auto wird repariert gewesen sein. Die wichtigsten drei Formen für das Zustandspassiv sind Zustandspassiv Präsens, das Auto ist bereits repariert, Zustandspassiv Präteritum, das Auto war repariert und Zustandspassiv Futur, Futur 1, das Auto wird morgen repariert sein. Die anderen Formen sind eher seltene Passivformen. Und natürlich gibt es am Ende des Videos eine kleine Aufgabe für euch. Bilde Zustandspassivsätze anhand folgender Wörter. Nummer 1, Zustandspassiv Präteritum, die Wohnung, gestern, aufräumen. 2, Zustandspassiv Präsens, das Buch, schreiben, endlich. Und 3, Zustandspassiv Futur, die Schuhe, verkaufen, morgen. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Vergesst nicht, dieses Video zu liken und abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns bald in dem nächsten und letzten Video aus dem Passivkurs. Viel Spaß beim Lernen. Bis dann!